Ja, den folgenden Fund wollte ich jetzt einfach mal so mit euch teilen, weil ich bin fast sprachlos. Also ich meine, dass die Herbsttrompeten in dem Jahr ja, gut vertreten sind, sage ich jetzt mal. Das hat sich ja schon herauskristallisiert, beziehungsweise dass die Leistlinge allgemein ein super Jahr haben. Aber jetzt schaut euch mal bitte diese Felder an. Es geht hier unten los mit den ersten kleinen Herbsttrompeten. Jetzt weiter. Alles voll. Und das ist ja nur das Harmloseste da hier unten. Das Highlight kommt noch. Alles voll mit Herbsttrompeten. Es geht weiter. Hier oben. Und jetzt schaut euch mal das bitte an. Alles voll mit Herbsttrompeten. Der Boden ist mehr mit Herbsttrompeten bedeckt als mit Laub. Es ist absoluter Wahnsinn. Also ich gehe ja nicht erst seit gestern in den Wald, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Alles voll. Schaut euch diese Gruppen an. Absoluter Wahnsinn. Also da kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Und das hört ja da hier vorne nicht einmal auf. Ja. Das war jetzt das erste Feld und wenn man dann zwei, drei Schritte den Weg entlang geht, dann geht es hier genauso weiter. Alles voll mit Herbsttrompeten. Den ganzen Weg kann man runtergehen. Und überall. Alles voll mit Herbsttrompeten. Ja, ich bin zwar eigentlich gar nicht aus auf Speisepilze heute, aber ich glaube, von denen werde ich mir doch vielleicht eine Handvoll oder so mitnehmen, weil zum Trocknen sind die immer gut. Ja, ich bin einfach begeistert. Das ist echt der Wahnsinn, was mit diesen Herbsttrompeten und Leistlingen dieses Jahr los ist. Da kommt man aus dem Staunen eigentlich gar nicht mehr raus.